Jefa mag es laut, und zwar so richtig. Das haben am Sonnabend die zahlreichen Besucher des Brauereihoffestes deutlich gemacht. Spätestens dann, als sie am Abend die Rockband Do Nots gefeiert haben. Bereits um 11 Uhr öffneten sich die Tore der jeferschen Brauerei zum Tag der offenen Tür. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Geburtsstätte ihres Lieblingsbiers einmal genauer anzusehen. Auf dem Innenhof gab es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und spaßiger Unterhaltung der Moderatoren des Radiosenders FFN. Besonderheiten gab es auch für den Magen, Foodtrucks mit Leckereien, von mexikanischem Essen bis hin zu frischen Burgern war alles dabei.